Hört Laura auf? Unsere Goldheldin, 24, denkt an Rücktritt. Sie hat alles erreicht, was sie wollte. Laura Dahlmeier ist die deutsche Abräumerin der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Zwei Goldmedaillen und einmal Bronze konnte die Biathletin für sich gewinnen. Damit hat sich für die Blondine, die den Sport bereits seit 15 Jahren betreibt, ein großer Traum erfüllt mit gerade einmal 24 Jahren. Auf dem Zenit ihrer Karriere stellt sich für die Sportskanone allerdings eine entscheidende Frage: Wie geht es nach Olympia weiter? In einem Interview lässt jetzt durchblicken, auch ein Rücktritt wäre möglich. Gegenüber Bild verriet sie: Mein Plan war bis zur Olympia. Da habe ich meine großen Ziele gehabt und was jetzt danach kommt, wie es weitergeht, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Es ist alles offen. In den vergangenen Jahren hat eine beispiellose Karriere hingelegt. Egal welches Ziel sie sich gesetzt hat, die siebenfache Weltmeisterin hat es erreicht. Tatsächlich stellt sich bei diesen Glanzleistungen die Frage, ob mehr überhaupt möglich ist. Doch darüber wolle ich aktuell gar nicht nachdenken, jetzt werde ich erstmal daheim Kraft tanken. Dann stehen nochmal 3 Wochen Weltcups an. Das wird auch nochmal richtig anstrengend. Eine Denkpause bezüglich ihrer sportlichen Zukunft sollte dadurch auf jeden Fall gegönnt sein, oder?